Ja, hey, willkommen. Mein Name ist Daniel Röhlp und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4. In der letzten... Also, okay. Kleidung, okay. Ich dachte, da wäre was Wichtiges. In der letzten Folge haben wir... für die... Was? Ist die Kehle Eigentlich haben trocken? wir nicht sehr Sein viel Gegenüber ins Purple Konzentriertes gemacht. Wir haben für die Railroad hier und da eine Mission gemacht. Da haben wir hier so ein Ale? Ding hier, so eine Mila platziert. Was Und da haben wir ist uns rein. Freiheit? Und ja, finde ich gut, dass die ganzen Missionen, die wir gemacht haben, wenigstens die Story vorangetrieben haben. Also, ja. Im Gegensatz zu den Minutemen, die mir immer wieder Missionen gehen. Immer und immer und immer und immer und immer und immer und immer wieder. Und ich hoffe, dass mit diesen Peilsendern, mit diesen Milas, ist auch irgendwie nicht was Wiederholbares. Madame. Weil. Wenn man einfach nur lästig nach der Zeit. Was geht? Dr. Amari. Bist du die Kontaktperson, die H222 erwähnt hat? Und ich dachte, ich kenne bereits alle Grausamkeiten, die das Leben einem Menschen antun kann. Der Patient ruht gerade. Wolltest du dich verabschieden? Davon rate ich ab. Er erinnert sich jetzt an nichts mehr aus seinem früheren Leben. Er erinnert sich an überhaupt nichts mehr? Ich bin sehr gründlich. Sein neues Leben begann auf einem kleinen Gehöft bei Roxbury. Mehr weiß er jetzt nicht mehr. Du kannst zwar mit ihm reden, aber egal, was du ihn fragst, er erinnert sich nicht an dich. Und das wird sich auch nicht mehr ändern. Verpasst du ihm gute Erinnerungen? Treffen mit aufreizenden Fremden? Solche Dinge? Das ist eine Gedächtnislöschung, keine Fantasiemaschine. Seine neue Welt ist sehr normal. Nichts, was Aufmerksamkeit erregen würde. Also, wie sieht dein Plan aus? Wie kriegen wir ihn hier raus? Ja. Alles umlegen. Wir müssen beim ursprünglichen Weg bleiben. Es gibt keine Alternative. Das ist der Plan? Ich dachte, euch wäre Diskretion so wichtig. Aber gut, von mir aus. Wir müssen zum Metro Center in Malden. Alle Synths der ersten Generation dort müssen weg. Verstanden? Alle. Ich lege H222 und sein Schicksal in deine Hände. Sobald er weg ist, hat diese Unterhaltung nie stattgefunden. Er war nie hier. Nimm das Holoband auf dem Tisch mit, wenn du gehst. Darauf ist eine persönliche Nachricht. Wer bist du? Weg von mir! Der Doc hat gesagt, ich habe eine ansteckende Krankheit oder so. Ich bin in Quarantäne. Ehrlich gesagt bin ich ein wenig verwirrt. Ich bin gerade hier aufgewacht. Wo auch immer hier ist. Okay, du klingst wie der eine Typ aus dem Radio. Gut, dann. Ich habe ehrlich gesagt, als ich letztes Mal die Mission angenommen habe, jetzt nicht so darauf geachtet, was die Leute gesagt haben, weil ich immer die Zeit im Blick hatte. Und ja, die Länge des Parts, die war mir ein bisschen zu lang. Deswegen wollte ich einfach nur das Gespräch zu Ende ist, damit wir im Park werden können. Deswegen habe ich jetzt irgendwie das Gefühl, ich habe irgendwie eine Entscheidung getroffen, die jetzt nicht richtig war und da ist irgendwo was Neues. Da wird ein Bootshaus, okay. Zu meiner Siedlung. Und dann auf Level 41 können wir einen lokalen Anführer Stufe 2 hochleveln. Glaub ich, oder konnte ich Wissenschaft auch schon hochleveln? Ich glaube ja. Mal gucken, welcher See. Mit lokaler Anführer kann man Läden aufbauen. Da muss ich wahrscheinlich erstmal wieder googeln, wie man das einrichtet, aber ich nehme an, man muss einfach nur einen Laden aufstellen und jemanden in der Theke stellen. Bei Bauen kann ich die schon, also konnte ich nicht, aber ich konnte die schon auswählen, die zu bauen. Also nehme ich mal an, so läuft das. Dann stelle ich so Strong einfach in meine Siedlung rein und der verkauft ein paar Designer-Klamotten. Aber der einstellen, so, weiß ich nicht. Klamotten, Waffen oder sowas. So. Ich bin bereit. Oh nee. Oh nee. 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 Oh, ich bin jetzt schon. Kaputt gelaufen. Ich hab doch eine Siedlung hier. Beschützt mich!
Beschützt euren Herrn. Aber das gefällt mich jetzt wieder auf, ne? Ja. Das ist auch kacke. Was willst du denn machen, wenn du vergiftet bist? Die Heilung kommt nicht so schnell dagegen an. Das ist blöd. Gibt es auch Gegengift oder irgendwie sowas? So, jetzt tun wir mal ein bisschen intelligenter lösen. Okay, folget mir. Hui. Tötet! Tötet meine Minions! Oh. Sollt euch warnen, ich habe hier beiden Schütze, ne? Und Leute. Oh. Mann, verpisst euch! Kannst du mal hier bleiben? Das ist der falsche Tag, mir blöd zu kommen. Hat er gut gemacht. Na. Nein, nein, damit. Ah, okay, weiter. Wenn mich irgendwie sowas sidetrackt. Ich andere Sachen sidetracken, das finde ich aber nicht so weit. Boah, wo kommt denn der Zeit schon wieder her? Sehr gut. Ein bisschen blöd, dass die Viecher mich jetzt noch fertig machen. An einen ersten Gegner, den ich begegnet bin. Ja, die mich schon getötet. Kann ich doch jetzt nicht immer noch töten, das gibt's doch nicht. Nicht da rein. Nochmal. Sagen. Moldenabfluss. Lass mal da reingehen. Warum sollten wir nicht da reingehen? Wenn da so Insektenviecher sind, habe ich ein Problem allerdings. Dreck. Egal. Waffen sichern. Was? Schluss mit lustig! Oh. Ich hab das alles im Griff! Diese Viecher, ne? Was? Dann für eine Explosion gemacht. Mann, was ist das? Opa. Ich brech dir jeden Knochen ein. Also kannst du noch mit jemand anderem losgehen, denn ich immer noch nicht. Geh weg. Sag Vieh. Sag. Oh mein Gott. Ich hasse diese Insektenviecher. Warum mussten sie die übernehmen? Das Spiel. New Vegas waren auch solche Viecher und man auch die schlimmsten Gegner aller Zeiten, weil die einen vergiften konnten. Ja, almost. Copies. Ja, mach, komm. Seest. Gemeint.
cool. Ja. Vegan. Nur für Munition eigentlich. Ja, Munition ist MVP. Warum habe ich das gesagt? Ach so, deswegen. Mein Gaussgewehr heißt MVP. War jetzt aber nicht geplant. Ah, was jetzt? Wie komme ich hier nicht? Wo komme ich da hin? Das ist aber etwas abstrakter. Okay. Glückesanweisung. Zeig mal. Seid gegrüßt, Brüder. Ihr seid hier, weil es wieder an der Zeit ist, die neuesten Mitglieder in diese äußerst angesehene Verbindung einzuführen. Bevor sie Mitglied werden können, müssen sie zunächst die Geheimnisse unseres Ordens kennenlernen. Ihr findet die Substanzen, die ihren Geist öffnen werden, im Abflusskanal. So wie es bei eurer Einführung auch war. Denkt daran, den Kandidaten die Augen zu verbinden, bevor ihr sie zum Kanal bringt. Und achtet auf Leute, die zu der Zeit noch im Park unterwegs sind. Die Ältesten werden am Sonntag zum Abendessen vorbeikommen. Da müssen alle neuen Mitglieder anwesend sein. Also, haltet euch an die vorgegebene Dosierung. Ordo Obvitus Ossa. Okay. Ich nehme an, das ist irgendwie wichtig. Aber mehr ist ja auch nicht. Gut, dann weiter im Text. Mit der Story von der Railroad. Sind Generation 1, die wir kalt machen müssen. Und so, ja. Dann kommt man ja. Ich habe schon lange von keinem Gefährten mehr hier so einen Effekt bekommen. Mag mich keiner mehr. Ich würde vielleicht die richtigen mal mitnehmen. Ich weiß nicht, wie ich McCready irgendwie befriedigen kann. Ich glaube nur, indem ich klaue, ne? Und sonst nicht, aber... War die ganze Zeit hier in der Nähe, das... Dingen am Bootshaus, ehrlich? Ist doch nicht so... Ich meine, right away. Right away. Schon mal. Oh, hallo. Was haben wir denn hier noch? Da war ich schon mal nicht. Polizeistation. Meine Emotion wird schon wieder mit jeder Waffe knapp. Noch hier war ich da, glaube ich, schon mal, oder? Ja, bei der Nähe von Diamond City. Ich bin irre. Molten Center. Aha. Was ist denn irgend so was? Eddie Winter oder One 2. Nachricht an Robert Cooper. Das war gute Arbeit, Bobby. Die Frau und das Mädchen werden nichts sagen. Keine Sorge. Wenn die Schecks von der dicken Lebensversicherung erstmal kommen, wird sich Mrs. Montrano wünschen, dass ihr fetter Arsch von Mann schon vor 5 Jahren ins Gras gebissen hätte. Und wie es weitergeht, das überlasse ich dir. Strand, Sandwichladen, Schrottplatz, ist egal, wo er landet.
Solange Johnny Senior nie herausfindet, was mit seinem kleinen Fleischklops passiert ist, müssen wir uns keine Gedanken machen. Eddie Winter, Ende der Aufnahme. Ich nehme an, ich habe von einem anderen Polizeirevier jetzt irgendwie einen Standort bekommen. Muss ich mich aber jetzt noch nicht drum kümmern. Geht. Vielleicht ist das ja auch der in Diamond City war. Der Eddie Winters. Vielleicht habe ich ja schon mal irgendwo so eins gefunden. So, wir sind noch eine Menge Orte, die ich nicht gefunden habe. Das ist eine Power-Armor-Station. Zu machen. Okay, dann nicht. Und da sind Gegner, das heißt, wir gehen mal da lang. Moment. Uns wurde derselbe verdammte Auftrag. Ich bin bereit. Genau so wird das gemacht. Ah, werde jetzt schon wieder sie unterbrochen. Sondern nicht. Wow, was ist denn? Muss doch nicht ja gegen ihn kämpfen. Hier schon wieder Fässer, gibt's doch nicht. Eine blöde Idee. Ein Auto. Alter. Wir teilen das alles, nicht wahr? Und ich gehe rein. Nee, schon wieder einen legendären, das muss nicht sein. Da gehe ich rein. Kann doch nicht sein. Auf hier rein. Mit einem Schluck Wein. Bäh. So, wer ist mir jetzt hingefolgt? Ist da jemand anwesend? Hi, na? Da draußen ist ein Supermutant. Mach mal einen Platz. Mach mal einen Weg frei hier. Oh. Oh, nee. Okay, solange mir nur so ein normaler hier. Freund ist. Das bei uns hier erledigt. Wo ist die Glory? Ich hab es gehört. Jetzt echt noch draußen. Bewegt sich nicht, weil dieser verdammte Supermutant da draußen war, oder wie? Von der anderen Seite festgekettet. Ja, ich sehe die Kette. Soll ich die aufmachen? Weiß nicht, in Skyrim oder in Fallout 3 klappt das manchmal. Schokoton. Geil. Ich hoffe, die kommt noch nach, weil sonst wird das nervig. Tut mir leid, Doc, aber der hier schafft's wohl nicht. Nein, boah. Boah, wow, hockt ihr jetzt echt da draußen und kämpft gegen den? Ey, leck mich ab. Ihr sollt schon mitkommen hier. Drei sind besser als zwei. Muss meine Überlebenschancen noch ein bisschen erhöhen. Aber ich will nicht gegen so einen legendären Supermutanten kämpfen, Mann. Auch wenn du ein Gatling-Gewehr hast. Minigun, meine ich. Wenn er mal schon mal übertrieben ist, ne? Glory! Was machst du hier? Moment. Uns wurde derselbe verdammte Auftrag zugewiesen? Bei all unserem Bereichseinteilungs-Bullshit musste so ein Mist ja mal passieren. Du hast den Auftrag von der Good Neighbor-Dienststelle bekommen. Ich vom Unterschlupf Griswold.
Das ist der Preis, den wir für unsere Sicherheit bezahlen. Sag mir bloß nicht, dass du den Mist glaubst. Meine Güte. Also, da wir ja beide hier sind, könnten wir doch auch gemeinsam die Erde zum Beben bringen, oder nicht? Hab schon lange darauf gewartet, dich mal in Aktion zu sehen. Zeigen wir es ihnen, Glory. Geh du ruhig vor. Okay, kein Begleiter. Weh. Auf im Hals. Nicht zu mögen. Mach, Mikro. Warum mag der, hat der echt was gegen die Railroad oder was? Meine Jungs aus Griswold haben mir rein gar nichts über diesen Ort erzählt. Nur Walden Center ist gefährlich. Wow. Das ist so ein riesiger Unterschied zum Rest des Ödlands. Wusstest du, dass es da draußen auch gefährlich ist? Das ist ja so, als wäre das Wasser nicht verstrahlt. Bewegung entdeckt. Halt nach. Boah. Boah. Das Opfer von Gewalt. Auch so einen blauen Laser haben. Aha. Kämpft mal meine Minions. Oh, ich habe nur 30 Stimpacks. Versuch mal das Ganze doch mal. Ich bin froh, dass du eine Minigun hast, Lady. Verbessert uns selbst hier in feurig verbessert und automatisch Institutgewehr. Boah. Das ist schwachsinnig, das muss ich einfach mitnehmen. Oh Mann. Ja, das ist doch mal ein geiler Schaden. Genau das habe ich gemeint. Ein Schlag. Und ich habe den zum Mutieren gebracht. So, die Hälfte abgezogen. Uff. 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 Boah. Und das war mit diesem komischen Angriff. Ne? Respektlos, der Angriff. Boah. Erstmal jetzt chillen. Eine Win-Win-Situation für unser Team, würde ich sagen. Glory, Glory, Glory. Glory, Glory, Glory. Maka, laka. So. Langsam komme ich wieder Schrotmunition, sehr gut. Brauche ich auch ganz dringend. Dann sollte ich vielleicht hier mit dem Schwert rumlaufen. Immer noch über 100 Haarklammern. Ja. Ja. Nahrungslager, Terminal, okay. Inventar Update. Gas, lies das hier. Du Pisser, ich sag's dir nicht noch einmal. Wenn ich hier noch mal runterkomme und das Hundefutter knapp ist, jag ich dir eine Kugel in den leeren Schädel. Ich weiß, dass du das Zeug frisst, du verdammter Idiot. Niemand sonst ist das, solange wir was anderes haben. Ich hätte dich einfach zurücklassen können, als ich dich gefunden habe. Gas, vergiss das nicht. Okay. Also sind ja auch Hunde, nehme ich an. Nein, warum hat der denn überhaupt Hundefutter? Wenn es mal knapp wird. Du stehst die ganze Zeit da, ehrlich.
einen Arm ab. Noch einen Arm. Nö, okay. So, jetzt aber. Koffer. Der verschlossen ist. Ich breche ihn auf. Geschafft. Eine Melone. Kann man die essen? So. Wo muss ich überhaupt hin? Ich habe gar keinen Questmarker. Hör mir gerade auf. Einfach nur alle töten, okay. Von da kam ich, ne? Sensor meldet feindliche Präsenz. Dann speichern wieder. Und dann voll über reinchargen. Oh, warte, der hat einen Questmarker. Und da war der... entspannt, der sich da hingelegt hat. Ja, ich hätte meinen Sister Popper mitnehmen sollen. Der hätte vielleicht meisten Aktionen ja immer zugestimmt. Sie Marketen einfach so. Wart. Wo? Komm! Bonjour! Friends. Ah, mach den Platz. Also die Olle hat eine Minigun. Für mich gibt es keinen Grund, die nicht vorzuschicken. So krank. Wenigstens haben die Raider alle platt gemacht. Ich nicht hier fertig machen musste. Cool. Oh, magnetische Kartuschen ist glaube ich hierfür, ja. Ja. Meine Sensoren kalibriert werden. Oh mein Gott, da ist ein legendärer. Würde ich aber sagen, wir machen mal weiter in der nächsten Folge von Let's Play Fallout 4. Ich bedanke mich allerherzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.